Hallo, Knackenten! Sag mal, Trax, was war das für eine Begrüßung? Ist doch cool! Ja, von mir aus. Aber du weißt ganz genau, das sagt immer der Rolf Rüdiger. Und der ist kein Rabe, der beginnt zwar auch mit Ra, aber er ist eine Ratte. Ja, brauchst dich nicht genieren, Trax. Auch andere Leute zitieren berühmte Künstlerkollegen. Aber als ich am Mittwoch gemeint habe, er soll sich mal was anderes einfallen lassen, habe ich nicht dran gedacht, dass du einfach jetzt Rolf Rüdiger zitierst. Du Knackente! Bin ein Rabe! Natürlich, du Knackrabe! Wir wollen auch heute am Freitag mit Mathematik beginnen. Und zwar mit einer Sache, wo ich mir denke, ich erkläre es euch lieber doch ein bisschen am Video, weil manche Kinder sich damit noch schwer tun werden. Tragsbuch Teil B, Seite 110, die Nummer 3. Das ist diese Aufgabe hier. Und hier ist etwas, was wir eigentlich schon öfter besprochen haben. Wenn man bei einer wie viel plus Aufgabe nicht weiterkommt, darf man die Umkehraufgabe machen. Das heißt, aus der Plusrechnung wird eine Minusrechnung, aber, und das ist das Wichtige dabei, die Ergebniszahl, also die größte in der Plusrechnung, in dem Fall die 11, wandert bei der Minusrechnung an den Beginn. Sonst kann ich ja nichts wegnehmen. Die Zahl, die dazugegeben wird, in dem Fall die 6, bleibt an ihrer Stelle, wird nur jetzt weggenommen. Und jetzt habe ich eine einfache Minusrechnung von 11 minus 6. Du darfst es rechnen mit allen Hilfsmitteln, die du hast. Finger, russische Rechenmaschine, Zahlenstreifen, 20er-Feld und kommst hoffentlich auf das richtige Ergebnis. Und das heißt, 11 minus 6, bitte heb so viele Finger bei dir im Wohnzimmer, wie das Ergebnis ist. Aha, wer braucht da mehr als eine Hand? Ah, niemand, zum Glück. Ich schaue mal geschwind. Super, alle haben eine ganze Handvoll gehoben, also 5 Finger. Und das stimmt auch. Und jetzt kommt der Umkehrschluss. Das Ergebnis einer Minusrechnung gehört in der Plusrechnung an den Anfang. Das kannst du hier bei allen Rechnungen analog machen. Wir machen hier eine noch gemeinsam, gleich die, die daneben ist. Und da haben wir die Rechnung, wie viel plus 2 ist 15. Unten das Buch hat eine lange Linie gemacht. Welche Zahl wandert jetzt an den Anfang? Die kleinere oder die größere? Super. Alle haben gesagt, die größere wandert an den Anfang. Das heißt, hier steht 15. Was passiert mit dem Zweier? Wohin? Dahin? Hey, das war aber jetzt nicht dein Ernst. Natürlich bleibt der Zweier in der Mitte. Was wird aus dem Plus? Perfekt, ein Minus. Und schon haben wir eine einfache Minusrechnung. Das können alle. Ich habe es schon aus ungefähr 19 Mündern gehört. Und das sind 13. Und daher gehört hier vorne die 13. Und das funktioniert bei allen Aufgaben der Nummer 3 ganz genau so. Eine weitere Sache wäre mir wichtig, dass du als kleine Hilfe bekommst auf der Seite 111 im Tragsbuch Teil B und natürlich auf den dazu passenden Seiten im Arbeitsheft, wo ähnliche Aufgaben sind. Hier geht es um größer oder kleiner. So steht mal die erste Aufgabe schon im Buch. Erste Frage, stimmt es überhaupt, was das Buch geschrieben hat? Sind 9 plus 2 kleiner als 13? Das findest du heraus, wenn du die Rechnung auch durchführst. Ich habe hier schon ein Bogerl gezeichnet. In dieses Bogerl darfst du dir das Ergebnis eintragen. 9 plus 2 ist nämlich, gut, ich habe die richtige Zahl schon gehört, und dann brauchst du nur mehr schauen, ist 11 kleiner oder größer als 13? In dem Fall ist es kleiner, daher ist das Zeichen im Buch, stimmt.
Die nächste Aufgabe 9 plus 3. Du rechnest wieder zuerst die Plusrechnung, darfst dir das Ergebnis hineinschreiben, es hilft dir. Wie viel sind 9 plus 3? Mhm. Richtig? 12. Und die Frage ist, 12 kleiner oder größer als 13? Es ist kleiner. Die nächste Rechnung. 9 plus 4. Wieder Bogerl machen und das Ergebnis hineinschreiben. 9 plus 4 ist nämlich nicht 7 Tage Pech, sondern Glückszahl 13. Perfekt, Kinder. Und 13 ist größer oder kleiner als 13. Ja, aber hallo, welches Zeichen gehört denn dann hier hinein? Ein kleiner oder ein größer? Oder, hallo, da denken ja ganz viele mit. Natürlich gehört hier das Ist-Gleichzeichen, denn 13 ist genau das gleiche wie 13. Nächste geht hier weiter. 9 plus 5 ist, ja, ich habe es schon gehört, 14. Und 14 ist jetzt größer, gleich oder kleiner als 13. 14 ist mehr als 13, daher kommt hier das Größerzeichen hinein. Alle anderen Aufgaben in der Nummer 2 funktionieren ganz genau so, außer, dass du berücksichtigen musst, dass es hier auch Minusrechnungen gibt. Ich schreibe dir hier mal aus der dritten Kolonne die erste Rechnung auf. Und hier haben wir eine Minusrechnung. Das heißt, hier wieder machst du dir dein Bogerl drüber und rechnest zunächst mal 14 minus 4. Und das sind natürlich 10. Und 10 ist größer, kleiner oder auch gleich 8. In diesem Fall natürlich größer. Also bei Minusrechnungen aufpassen, nicht dazugeben, sondern wegnehmen. Puh. So viel steht hier schon an der Tafel. Ich habe es schon vorbereitet, damit ich nicht alles extra schreiben muss. Es geht jetzt um Tragsbuch Seite 111, Nummer 3 und 4. Das ist nämlich ein Spiel. Da brauchst du jetzt nicht mal was schreiben. Aber ich habe mir mal eine gute Regel überlegt. Ja? Und zwar, es geht um, du musst einmal Zahlen finden. Das erste Kind zählt still. Und so weiter. Das zweite Kind oder auch Mama oder Papa, die das natürlich auch mit dir spielen können, sagt irgendwann Stopp. Bitte warte nicht zu lange, weil sonst zählt das erste Kind schon bis 46. Und das wäre zu viel. Also zum Beispiel, hier wird gezählt, Stopp, und es käme heraus die Zahl 11. Diese Zahl ist wichtig, ist die erste Zahl für das erste Kind. Dann zählt das Kind, das gleiche Kind, noch einmal. Stopp, sagt das zweite Kind wieder. Das erste Kind hat eine neue Zahl, zum Beispiel 7. Diese zwei Zahlen sind dann für das erste Kind wichtig. Das sind die, die im Buch hier dann in dieser Zeichnung zu sehen sind. In dem Fall steht nicht 11 plus 7, beim Buch steht 3 plus 7. Aber 11 plus 7 sind die Zahlen für das erste Kind. Dann zählt das zweite Kind oder Mama oder Papa still. Das erste Kind sagt Stopp. Mama oder Papa bekommen dann die Zahl 9 raus. Beim zweiten Mal zählen vielleicht die Zahl 6. Und die werden auch aufgeschrieben. Und jetzt, wer das größere Ergebnis hat, gewinnt. Jetzt funktioniert es genauso. Du musst diese Rechnung machen. 11 plus 7 ist, in dem Fall 18, für das erste Kind. Und für das zweite Kind, 9 plus 6 ist 15. Welches Kind hat die größere Zahl? Das erste oder das zweite?
18 oder 15. Alle Kinder, die jetzt glauben, das erste Kind hat die größere Zahl, heben die linke Hand. Alle Kinder, die glauben, das zweite Kind hat die größere Zahl, heben die rechte Hand. Ich schaue mal wieder, wer da die rechte, wer die linke Hand hebt. Okay, ein paar haben doch die linke gehoben, aber die meisten haben die rechte gehoben und 18 ist tatsächlich größer als 15. Beim Minus funktioniert es ganz genauso. Zählen, Stopp sagen, Zahl notieren. Aber eines ist wichtig. Wenn du die Zahlen 11 und 7 hast, welche Minusrechnung kannst du daraus machen? Darfst du sagen 7 minus 11? Kannst du von 7 11 wegnehmen, wenn es mehr sind als das, was du hast? Das geht nicht. Das heißt, in diesem Falle muss die Rechnung 11 minus 7 sein. Genauso bei 9 und 6. Du kannst nicht 6 minus 9 rechnen, sonst funktioniert es dann ganz genauso. Abziehen, Ergebnis und dann vergleichen. So geht das Spiel auf der Seite 111, Nummer 3 und 4 im Tragsbuch Teil B. Viel Spaß dabei. So, liebe Kinder, nach Mathematik geht's weiter mit unserem Buchstabenfresser. Wieso? Wieso nicht, Trax? Weil die Geschichte schon aus ist. Da hast du schon mal recht, Trax, die Geschichte ist aus. Aber ich glaube, es zahlt sich aus, noch einmal ein bisschen zurückzudenken, was passiert denn in der Geschichte? Und vor allem, wissen die Kinder noch alles, was in der Geschichte passiert? Oder weiß mein schwarzer, gefiederter Freund noch alles? Was ist eigentlich der Beginn unserer Geschichte vom Buchstabenfresser? Trax, weißt du das? Na dann spuck's aus. Kann kein Ei ausspucken. Das war auch nicht so wörtlich gemeint, sondern spuck's aus sagt man auch gerne, wenn jemand etwas sagen soll. Aber das Ei hast du ja eh schon richtig gesagt. Also Kinder, und ich bin mir sicher, alle von euch haben das gewusst. Die Geschichte beginnt mit einem Ei. Mit einem Rabenei. Nein! Hey, trag's nicht so laut, Ich wollte ja, dass die Kinder mitdenken. Also Kinder, was für ein Ei ist das? Wie sieht das aus? Ist das groß oder klein? Was sagt ihr? Groß wie ein Autoreifen? Da habt ihr wirklich gut aufgepasst, wenn ihr euch das gemerkt habt. Und welche Farbe hat es? Schwarz wie der Trax. Nein, sagt ihr? Aha. Hellblau! Nicht rausrufen, Trax, die Kinder hätten antworten sollen. Ja, ist schon gut. Brauchst dich nicht genieren. Ich bin ja froh, wenn du was weißt. Aber die Kinder wissen es ja auch. Und was steht auf dem Ei alles drauf? Aber auf dem Ei sind ganz viele Buchstaben drauf. Weil in dem Ei was drinnen steckt? Ein Buchstabenfresser! Ja, Trax, du warst schon wieder ein bisschen zu schnell. Lass den Kindern auch ein bisschen Zeit zu antworten. Okay, also ein großes hellblaues Ei, aus dem im Keller der Familie, von wem eigentlich? Wie heißt denn das Mädchen, das da mitspielt? Ja, richtig. Genauso wie unsere Lehrerin am Nachmittag, nämlich Claudia. Okay, also dieses Ei im Keller der Familie von Claudia, das zerbricht natürlich. Und heraus kommt der Trax. Okay, Trax, du hast recht, das bist natürlich nicht du, der rauskommt. Aber die Kinder wissen es auch schon lang, es kommt ein Buchstabenfresser heraus. Und dieser Buchstabenfresser, was macht denn der? Frisst der Buchstaben? Gleich am Anfang, meine ich. Er vertauscht sie nur.
Und daher passiert was? Was wird aus der Schale? Ja, ganz lustig, was? Alle Kinder der Schule sind statt der Schale plötzlich im Keller von Claudias Familie. Okay, was passiert in der Geschichte weiter? Es passiert ständig irgendwas Verrücktes. Buchstaben von Wörtern werden vertauscht. Aus der Schule werden... Hast du es gehört, Drax? Alle Kinder haben Schuhe gesagt. Spitze. Später passiert ja noch was ganz Verrücktes. Claudias Papa möchte im Hobbyraum etwas arbeiten. Im Werkzeugraum. Und als er den Hammer nehmen will, steht hinter ihm ein Schaf. Und dieses Schaf, das lässt sich doch aus dem Wort Hammer nicht vertauschen. Aber zum Glück gibt es später in der Geschichte jemanden, der das aufklärt. Wisst ihr noch, wie der heißt? Ah, ein paar haben sich's doch gemerkt. Es ist der Herr Dill. Ich weiß, Drax, dass du es jetzt auch gemerkt hast. Perfekt. Also der Herr Dill klärt dann auf. Ein männliches Schaf heißt nämlich auch Hammel. Und deswegen wird aus dem Hammer ein Hammel. Und mit vielen anderen Vertauschereien, Wald, Hose, Dose, Fisch, Tisch und so weiter, gibt es in Claudias Wohnung natürlich ganz schön viel Chaos. Und hat der Herr Dill eigentlich eine gute Idee, wie wir den Buchstabenfresser wieder loswerden können? Man muss ihn wieder in sein Ei bekommen. Das hast du dir super gemerkt. Herr Dill zeichnet was auf den Boden der Küche? Einen Kreis. Der Buchstabenfresser frisst das K. Richtig, Drax. Das K wird gefressen, es bleibt über der Reis. Aus dem Reis wird in der nächsten Nacht, denn der Buchstabenfresser frisst nur in der Nacht, plötzlich was ganz Kaltes. Nämlich, richtig, Kinder, Eis. Und zum Glück frisst der Buchstabenfresser in der nächsten Nacht aus dem Ei das... Hey, Drax, du kannst ja zischen wie eine Schlange. Wahnsinn. Hast du das geübt? Puh, er hat Talente, dieser Rabe, die man bisher nicht gewusst hat. Und der Buchstabenfresser hat sich dann zum Glück in seinem Ei bequem gemacht und wird in den nächsten Wald gebracht. Hat das für den Wald irgendwelche Folgen? Erinnere dich an die letzte Folge unserer Vorlesegeschichte. Natürlich. Aus den Buchen, das sind Bäume, werden, miam, miam, Herr Lehrer kriegt Appetit, Kuchen. Aus den Tannen werden Wanden. Perfekt, Drax. Und aus einem anderen Baum namens Eiche wird das I weggetauscht auf ein L. Und dann werden plötzlich Elche daraus. Elche sind große Hirsche im Norden von Europa. Und diese Elche fressen dann die Kuchen und baden in den Wannen und alle haben ein Happy End. Und aus. Ach ja, Drax und ich würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein schönes Bild zeichnen könntet, das zur Geschichte vom Buchstabenfresser passt. Ja, nachdem wir jetzt die Geschichte vom Buchstabenfresser nochmal wiederholt haben, gibt's eine Bewegungseinheit mit Alex und Aran. Viel Spaß dazu. Mit Bauchmuskelübungen geht's weiter. Hier geht's einfach nur darum, den Oberkörper aufzurollen bei leicht abgewinkelten Knien. Jetzt kommen Beine anheben in gestreckter Position bis zur 90 Grad Position, ohne abzusetzen.
Dann wird abwechselnd mit der rechten und mit der linken Hand zu den Fußspitzen gegriffen. Hier haben wir eine ähnliche Übung, wie wir schon einiges gehabt haben, mit Knie zu Ellbogen, in dem Fall in der Liegesitzposition. Beachte bitte, die Füße werden nicht abgesetzt. Den Oberkörper in der Rückstützposition strecken und dann Beine anheben oder abwinkeln. Im Schwebesitz, also nur der Po berührt den Boden, Scherenschlag, abwechselnd den rechten über den linken und den linken über den rechten Fuß bringen. Jetzt haben wir den Ruderer. Während die Beine angezogen sind, sind die Arme vorne. Wenn die Beine gestreckt sind, sind die Arme abgewinkelt. Die ersten Beine auf und ab, ohne dass die Beine den Boden berühren. Man darf ganz leicht die Beine runtertauchen, das ist dann noch schwerer, die Beine abzuhalten. Wenn das gut geht, nimmt man einen Ball dazu und einmal den Ball nehmen, runter, ohne Ball, mit Ball, ohne Ball, mit Ball und ohne Ball. In der Rückenlage die Beine in gestrecktem Zustand, seitwärts, vorne, abwechselnd immer in eine andere Position bringen, aber nie den Boden berühren dabei. So, nächste Übung. Zuerst wichtig, gut aufwärmen, auch Schultern kreisen ein bisschen, Arme kreisen. Du musst in die Liegestützposition gehen und dann beide schön in eine richtige Position, nicht durchhängen, aber auch nicht so aufrecht. Wichtig ist, dass deine Schulter über deiner Hand ist. Dann einmal rechts einklatschen, einmal links. Einmal rechts, links. Wenn das gut geht, schneller. So, wir bleiben gleich so. Die nächste Aufgabe wäre, den anderen Versuch auf die Handfläche zu klopfen, ohne selbst getroffen zu werden. Wir machen das mal langsam. Und dann natürlich auch schneller aufpassen, dass du euch mit dem Kopf zusammenstoßt. Nächste Aufgabe, bisschen ausschütteln dazwischen, nicht dass sich die Kraft verlässt, den anderen eine Hand weg. Aufpassen, dass du mit dem Kopf auf die Seite gehst, damit du nicht mit dem Kopf am Boden fällst. Bin schon neugierig, was sich Trax nach meiner leichten Rüge am Mittwoch für die Verabschiedung einfallen hat lassen. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Das habe ich nicht gemeint mit sich was einfallen lassen, Trax. Singen ist keine gute Verabschiedung, weil da flüchten die Leute ganz von selber, wenn sie dich singen hören. Stimmt nicht! Okay, Trax. Wir machen es so. Ich darf ein bisschen singen und du auch. Okay? Alles klar. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder. Keine Frage. Doch für heute ist wirklich Schluss.